Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 3. Im letzten Part haben wir das Bonuskapitel 3 abgeschlossen und auch Nebenkapitel 1, bei dem wir mit Sean durch ein Stealth-Level durch mussten. War mega interessant, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, aber war auch richtig lustig. Und jetzt in diesem Part wird es weitergehen mit dem vierten Kapitel Getrennte Welten, wo wir vielleicht endlich mal mit Viola auch spielen dürfen. Aber mit Bayonetta haben wir auch noch ein paar neue Waffen, die wir austesten können. Also es gibt auf jeden Fall viel neues Zeug noch, was uns hier im vierten Kapitel erwarten wird. Da bin ich mir sicher. Los geht's. No time to relax, I see. Nee, wir haben eigentlich keine Zeit. Zule, Klippen der Zeit. Aber so viel Zeit. Ich schaue mich doch ein bisschen um. Für ein paar Erkundungen wird schon. Rums. Der Armbaum. Für ein paar Erkundungen wird schon trotzdem Zeit sein. Wo ich irgendwas Cooles finden kann. So. Hier hoch, genau. Ist halt auch cool, dass ich an der Wand hochlaufen kann mit der Spinne. Da kann ich dann auch dadurch bestimmt an viele neue Orte kommen, die davor unerreichbar waren. So. Da hinten sehe ich auf jeden Fall schon was. Da muss ich auch hin wahrscheinlich, genau. Mhm. Könnte ich jetzt da einfach so hochklettern? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, krass. Aber hier ist dann eine Decke halt. Und ich kann auch nicht beliebig lange klettern. Irgendwann geht mir die Ausdauer aus. Aber das habe ich trotzdem nicht erwartet, dass man tatsächlich theoretisch überall hochklettern kann. Ist cool. So, hier ist ein Secret. Mhm. So ein Ding wieder. Aber ich weiß noch nicht, was es mit den Dingern auf sich hat eigentlich. Aber irgendwas ist hier auf jeden Fall. Aha. Und das war's aber schon, oder wie? So, hoch? Nee. Da ist nix. Whee! Vielleicht gefällt mir sogar das Movement mit der Spinne bisher am besten. Würde ich fast sagen. Ah, jetzt haben wir Vers 1, okay. So. Dann los geht's. Zack. So, komm mal raus. Gomorra, ist gut. Ja, du musst schon noch treffen, Gomorra. Okay. So, you've been naughty. Time for a lesson. Okay. So, dann nochmal Gomorra. Mach ein bisschen den einen Angriff da. Okay, passt. Und ich greife währenddessen an. Sehr schön. Nice. Zack. Rums. Wunderbar. So, und das eine Ding noch. Dann haben wir es gleich schon. So, und stirb. Yay. War nicht super schnell, aber ansonsten war der Kampf gut. Ah, sehr schön. Rein Platin. Jawohl. So, aber dann nutze ich jetzt mal kurz die Chance, um nochmals eine andere Waffe dann auszutesten. Genau, neun Dämonen habe ich ja auch. Nimm mal sogar Madame Butterfly weg. Die finde ich sogar dann doch jetzt fast am schlechtesten bisher. Irgendwie ändert sich das auch ständig bei mir, welche ich gut finde und welche nicht. So, ich will auf jeden Fall Around da ein bisschen austesten. Und bei den Waffen nehme ich mal sogar anstatt den Knarren vielleicht auch die Peitsche. Mhm. Damit wir auch die austesten können. So, dann hier bei den Techniken. Moment. Habe ich jetzt hier auch wieder neues Zeug. Das werde ich jetzt mal kurz offscreen machen. Ich werde da einfach mal ein paar von den Skillen für neue Moves, wo ich wahrscheinlich eh nicht dazu komme, die alle zu zeigen, weil das mega viele sind. Aber ja, das mache ich mal ganz kurz. Okay, ich habe mal ein bisschen was hier gemacht. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Movesets von den verschiedenen Waffen schon Ähnlichkeiten in sich drin haben. Weil jetzt habe ich zum Beispiel die Peitsche. Ich meine, das Moveset, das kenne ich eh schon aus Bayonetta 2, obwohl das hier ein bisschen anders ist. Weil ich mich ja auch wieder in den Dämonen dann auch verwandle. Hier zum Beispiel. Zack. Genau, aber zum Beispiel habe ich mir auch wieder geholt, dass ich nach dem Sprung direkt X drücken kann für so einen Aufwärtshieb. Oder nach dem Sprung direkt A, also Tritt, für so einen Hieb nach vorne oder so einen Kick nach vorne. Das habe ich ja mit allen Waffen. Sieht zwar anders aus hier, aber vom Prinzip her ist es relativ ähnlich. Es gibt trotzdem komplett eigene Moves für die Waffen natürlich, aber die haben alle so halbwegs Ähnlichkeiten. Und deswegen kann man damit ganz gut zurechtkommen.
Okay, was ist denn das Movement, die Movement-Fähigkeit von... Achso, das sind Plattformen, ich wollte schon sagen. Von Raun. Ja, das ich traue mir jetzt nicht, das hier auszutesten. Weil das noch neu für mich ist. Ich nehme mal die Spinne hier. Ja, shit. Fuck. Ja, da beim Movement ist mir eigentlich Madama Butterfly am liebsten, weil die da das normalste Movement hat irgendwie. Das kontrollierteste. Was habe ich denn hier? Da kann ich eine extra Plattform erschaffen. What? Krass. Und hier kann ich halt entlang rennen. Dann eben da eine extra Plattform machen. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Ein lustiger Move ist zum Beispiel der hier. Den habe ich mir auch geholt. Der sieht ziemlich nice aus. Gegen viele Gegner auf einmal, die um mich rumstehen. Der ist, glaube ich, cool. Okay, so, jetzt nochmal ein Versuch. Ich habe sogar eigentlich ja recht viel Zeit. Und mit der extra Plattform, die ich mir machen kann, wird es schon funktionieren. Hoffe ich. So. Na, ich wollte sie jetzt noch nicht machen eigentlich. Aber okay. Auch gut. So. Okay. Okay. So, gleich noch die extra Plattform machen, damit ich hier nicht runterfalle. Okay, gut. Sehr schön. Aber ist natürlich trotzdem ein eher langsameres Movement. Und eher ein taktisches. Mit der extra Plattform, da ist die Spinne viel cooler. Mit der ich mich hier lustig entlang springen kann. Das ist schon besser. Aber gleich, wenn der nächste Kampf kommt, dann werde ich Allround auch, also die Peitsche auch ein bisschen austesten. Definitiv. Weil der hier zum Beispiel, da habe ich auch wieder mit ihr zum Beispiel so einen Move. Nach vorne gedrückt halten und zweimal R. Auch so ein Dash-Angriff nach vorne, wo ich halt direkt zu Gegnern hinkommen kann. Genau. Aber ja, das habe ich jetzt schon häufiger erwähnt. Ich finde, das ist mega cool, dass man durch die verschiedenen Waffen auch voll viele verschiedene Movement-Optionen hat. Und dadurch halt, okay. Und dadurch halt auch das Erkunden dann interessanter wird. Vor allem, wenn man die eben noch kombiniert. Weil ich könnte ja zum Beispiel eben mich mit der Spinne entlang schwingen und dann danach in der Luft wechseln und, und dann danach in der Luft eben wechseln und eine Plattform erschaffen, mit der ich dann wiederum weiterkommen kann. Also man hat da wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und das finde ich cool. Das war jetzt ernsthaft kein Treffer? Oh. Dann halt durch die Schüsse. Ja, ich muss aber schon auch treffen. Das kann doch jetzt nicht sein. Warum ist denn das auch so weit oben jetzt? Okay, jetzt habe ich es erwischt. So, wieder ein neues Hexenherz. Nice. Ich habe sogar immer noch, glaube ich, zwei jetzt übrig, die ich benutzen könnte. Aber ich will sie mir noch aufheben, wenn ich mal Schaden nehme. Also wenn ich viel Schaden nehme, um mich wieder hochzuheilen. So, habe ich jetzt den Schlüssel eigentlich eingesetzt? Ne, den habe ich noch, ne? Brauche ich den hier? Ich glaube schon. Ich schätze zumindest mal. Aber warte mal kurz, ich habe hier noch nicht alles entdeckt, glaube ich. Ich habe noch gar keine Umbra-Träne zum Beispiel. Und hier ist ein relativ großes Areal. Das wäre eigentlich ein guter Ort, um da eine zu verstecken. Würde ich sagen. Ja, da oben war ich noch nicht zum Beispiel, genau. Da ist auch noch was. Hier rechts war ich aber schon, okay. Dann gehen wir mal kurz hier hoch. So. Ja, die Spinne ist ein bisschen zu fett dafür. Okay, das mal als normale Bayonetta. Und hier ganz oben ist auch nichts anderes mehr. Warte, ganz kurz. Hätte ich da gerade nach oben gehen können? Hier so? Nee. Nee, da ist nichts. Okay. Wasserfall? Nein. Okay. Ist halt blöd, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass hier eine Umbra-Träne ist irgendwo. Und die habe ich jetzt eventuell verpasst. Ah, hier unten kann ich hin. Okay. Moment, das machen wir gleich noch. Hier war aber nichts unten. Ich meine, da ist schon auch was, aber ich glaube... Nee, ich glaube, da kann ich nicht hin. Ja, kurzer Test. Doch, hier ist auch was. Krass. Überall sind einfach Sachen. Das seht ihr mal, wenn ich da jetzt weitergelaufen wäre, hätte ich einfach 50 Sachen verpasst. So, okay, los. Okay, ich kann hier keinen Dämonen holen. Ja, wechsel mal. Peitsche. Okay, nice. Genau, ich habe jetzt auch zusätzlich den Schlüssel als Angriff. Also der Schussangriff von Allround ist der hier. Eigentlich. Aber wenn ich Y drücke, dann schlage ich auch mit dem Schlüssel einmal zu. Habe ich als extra Angriff auch noch bekommen. Okay. Genau, aber eigentlich ist es eben der Angriff hier von der Peitsche. Ist auch wieder aufgeladen, kann ich auch aufladen. Und einen stärkeren Schuss abgeben, das habe ich mir auch gerade geholt. Das Upgrade. Okay. So, dann hier hoch.
ist hier noch irgendwas anderes? Wo komme ich jetzt eigentlich raus? Dann gleich ist die Frage. Hier so. Okay, okay. Gut. So, da oben war ich auch noch nicht. Aber jetzt dann gleich nach unten natürlich will ich auch noch. Da ist auch noch was. Und was war das jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. War das eine Mondperle? Eine halbe? Ich habe nicht aufgepasst gerade. Egal. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gefunden. Kann nicht schaden. So, jetzt noch da nach unten. Weil da ist ja auch noch was. So viel Zeug. So. Eine Plattform bringt mich wieder nach oben zurück. Da war jetzt nichts anderes, oder wie? Moment, das kann ich nicht glauben. Sekunde. Also ein bisschen Geld kann ich ja hier bekommen. Aber das wird doch nicht alles sein. Ne, genau, hier ist noch ein Weg. Ja. Aha. Ah, hier brauche ich nämlich den Schlüssel. Genau, nicht bei der anderen Stelle. Hier ist er. Mhm. So viele Secrets! Oh mein Gott! Zack. Hui. Mhm. Mondperle. So, und hier weiter oben ist aber nichts mehr. Okay. So, und hier konnte ich aber auch noch entlang gehen. Diesen Weg hier. Und da finde ich... Achso, ach nee, das ist der Ort, wo wir gerade eben waren. Ah, okay, dann führt es hier im Kreis quasi. Und ich kann entweder hier hochgehen oder halt gerade eben mit der Plattform kann ich nach oben zurückkommen. Okay. So, dann haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles hier gesehen. glaube ich. da kann ich hochklettern, das geht, glaube ich, schneller. Wechseln und Plattform machen. Okay, nice. Ja, so kann man auch wirklich, vor allem mit der Spinnen-Allround-Kombo, kann man mega hochkommen. Weil die Spinne kann halt klettern und sogar noch den Spinnenfaden benutzen. Und dann kann ich noch eine extra Plattform mir erschaffen, wo ich dann noch rüberkommen kann. Das ist ziemlich cool. Okay. Do it. Vielen Dank. Okay. So, und gleich das nächste große Areal, wo ich mich auch wieder lange umsehen muss, um alles zu finden. Ist hier etwas? Nein. Also, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich, alles zu entdecken. Weil ich halt auch mit der Spinne eben überall hochklettern könnte, theoretisch. Und weil da überall etwas sein könnte, schon sehr, sehr schwer. Da soll ich hin. Okay. Ich gehe erstmal nicht dahin. Oder erstmal andere Orte. Okay, aber es sieht nicht so aus, als könnte ich jetzt hier irgendwo hochkommen, glaube ich. Also wenn hier irgendwo was ist, dann eher unten. So. Ah, hallo. Aha, noch ein Hexenherz. Alter, ich habe schon so viel Stuff gefunden hier. ist ja der Wahnsinn. Da ist nichts. Hier unten auch nicht, glaube ich. Okay. So. Da soll ich hin. Da hinten komme ich nicht entlang. Okay, so, ich glaube, jetzt haben wir hier alles mitgenommen. Aber es ist trotzdem, nee, hier ist noch was. Ist trotzdem blöd, dass ich keine einzige Umbra-Träne bisher gefunden habe. Weil hundertprozentig war da auch mindestens eine, vielleicht sogar zwei. Könnte ich mir vorstellen. Aber, naja. So, jetzt habe ich die Portale gar nicht in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Egal. Passt, glaube ich, trotzdem. So, wieder ein Dimensionswechsel. So, Ginnungagap wieder. genau, das scheint ja immer so eine Zwischendimension zu sein oder so. Und von hier aus komme ich dann gleich wieder zu einer anderen, zu einer neuen Dimension hin. Schätze ich mal. Wir haben es ja, wo wir zum ersten Mal hier waren, haben es ja dann geschafft, nach Tokio einfach zu kommen. Und hier jetzt dann gleich werden wir wieder woanders hinkommen. Und das ist halt ein cooles Prinzip, finde ich, weil das auch wieder für viel Abwechslung sorgt. In der Szenerie. Weil wir hatten halt jetzt mit Tokio dann eine Stadt als Gebiet. Und hier dann gleich werden wir wahrscheinlich woanders hinkommen, würde ich jetzt mal schätzen. Aber mal gucken. So, aber hier kommt bestimmt auch gleich wieder ein Kampf, oder? Würde ich mal schätzen. Das kann ich nicht kaputt machen, okay. Und ich will mich aber auch hier gründlich umsehen, weil auch hier könnten Sachen versteckt sein. Aber ich habe gefühlt eh schon mega viel verpasst. Irgendwie. So, da hinten wird dann wahrscheinlich wieder ein Kampf kommen, bevor ich dann durch das Portal durchgehen darf. Okay, ich habe jetzt gar nichts mehr entdeckt.
Ja, wird schon passen. Okay. Wir gehen mal weiter. I wonder what alternate reality awaits me this time. Mhm. Ne, kommt sogar kein Kampf. Okay, direkt der Switch. Okay. Im Samurai-Zeitalter oder wie? Schöne Treffer. Bam! Ich dachte, die könnten gar nichts ausrichten, aber nicht schlecht. Must be well trained to fight so fearlessly. I feel a bit inspired to take up arms myself. Aber genau das meine ich eben. Jetzt haben wir wieder hier eine komplett andere Welt, die wir erkunden können, die ganz anders ist als die Welt davor, Tokio. Und das finde ich sehr, sehr cool. Okay. Ja, hier auf dem Dach. Ich war mir sicher, dass hier was versteckt wäre. Aber leider nicht. Na gut. Dann gehen wir gleich mal weiter da hinten zu den ganzen Soldaten hin. So. Und alle gut. So ein fieser Gemeini. Hat einfach alle umgebracht. Aber hier ist was. Nämlich viel Lava. Hey, what? Was ist das denn? Nee, ich glaube, hier bin ich doch falsch. Ich glaube, hier soll man nicht hin, oder? Vielleicht da unten stehen? Nee, okay. Schade eigentlich. Ich habe noch immer keine einzige Umbra-Träne gefunden. Das kann gar nicht sein. Stört nicht. Ja, ich habe schon alle drei wahrscheinlich verpasst. So, aber wir gehen mal weiter. So, ja, tut mir leid, dass viele eurer Kollegen gerade gestorben sind. Da kann ich nicht rein. Aber okay, hier ist zumindest was. Nichts super Wichtiges. Also nichts, was mir fürs Gameplay was bringt, sag ich mal. Nur halt was zum Nachschlagen. Ich schaue trotzdem immer rechts und links ein bisschen entlang, ob da irgendwie was ist. Sehr agil. Mediokris. Ja, da ist es doch so, dass ich die Gegner noch nicht kannte, weil die kamen schon mal vor ein paar Parts irgendwie vor und da kamen die mir neu vor, weil die so schnell waren. Aber, und ich dachte aber halt, dass ich die doch schon kennen würde. Aber nee, die sind tatsächlich neu, die kommen erst jetzt zum ersten Mal vor. Ah, der Wirbelangriff ist ja richtig geil. Boom! Ja, die Peitsche ist schon auch ziemlich cool. Die mochte ich im ersten, nicht im ersten, in Bayonetta 2 auch schon ziemlich gerne. Und die ist hier auch wieder nice, finde ich. So. Aha, okay. Sogar Achievement bekommen. Hui! Sehr schön. Ich kann halt auch auf Entfernung eben schön treffen. Und vor allem gegen diese schnellen Gegner ist das ganz gut. So, your turn. Verkill den mal bitte. Sehr schön. Und ich kümmere mich um den anderen. Perfekt.
Rums! Schöner Kampf. Rein Platin. Oh, Zeit nicht. Okay. Ich will mich eigentlich nicht zu sehr selbst loben, aber ich finde, in den Kämpfen stelle ich mich relativ gut an. Bisher. Da habe ich mich in meinen Let's Plays zu den ersten beiden Teilen schlechter angestellt. Da habe ich oftmals, zum ersten Mal, wenn ich ein Kapitel gespielt habe, ziemlich hart verkackt. Und halt fast nie irgendwie Platin oder gar rein Platin bekommen. Nur ganz, ganz wenige Male. Und hier läuft es besser. Ich finde aber auch, dass das Kampfsystem hier ziemlich cool ist auf jeden Fall. Und dass die Angriffe von den Gegnern schon fies sind teilweise, man aber trotzdem alles gut vorhersehen kann. Und deswegen läuft es auch ganz gut. Finde ich nice. So, da hinten soll ich hin. Okay. Aber jetzt gibt es wieder viel zu erkunden. Wie immer eigentlich. Aber ich finde das ja auch cool. So, ich könnte zum Beispiel hier durchgehen. Mach ich mal. Komme ich aber einfach nur hinten wieder raus. Okay, da gibt's Sinn. Nimm mal die Spinne wieder. Ah, hier ist was. Mhm. Aber noch immer keine einzige Blutsträhne. Warum nicht? Hier müssen doch irgendwo welche sein. So, hier ganz oben. Ah, da komme ich gar nicht hin. Okay. Dann nichts. So, hier oben. Ist auch nix. Okay. Genau, da hinten. Ja, ich bewege mich ja schon, Bayonetta. Ganz ruhig. Hier unten. Aha, hier ist was. Zack. So, nämlich. Okay. Ein paar Brauzutaten. Da kann ich mal kurz gucken, wie viel könnte ich mir eigentlich schon zusammenbrauen? Das will ich mal wissen. Ja, ich habe schon ultra viel. Ich könnte mir einfach schon voll viele Lollis machen. Ich könnte mal meine Lollis mal für dieses Ding hier ausgeben. Midas Testament oder wie das heißt. Mal kurz gucken, wie kann ich es überhaupt machen jetzt? Okay, hier 10. Hier 10. Und hier 10. Genau, dann im Kreis drehen. Wenn ich das einsetze, dann kriege ich ja mehr Geld für kurze Zeit. Also wenn mal ein großer Kampf kommt, dann könnte ich das einsetzen. Werde ich wahrscheinlich eh nicht dran denken. Aber ja. Kann ich eigentlich die irgendwie ausrüsten, dass ich die in dem Quick-Menü habe? Ich glaube nicht, oder? Wenn ich jetzt das hier einsetze, dann habe ich es einfach, oder? Dann wird es aktiviert, ja. Okay. Muss ich es halt per Menü machen. Okay. Jetzt genau der rote zum Beispiel, der bewirkt... Ah, wird sogar die Zeit auch angezeigt. Okay. Bewirkt eben, dass ich stärker bin. Aber nur für sehr kurze Zeit. Also war jetzt verschwendet. Aber ich habe eh so viele Lollis und so viele Zutaten, dass ich mir da eh mega viel machen könnte. Ich will auch gern wieder ein Tor zur Hölle hoffentlich bald entdecken. Ich habe vergessen, bei der Kapitelauswahl mir was Neues zu holen, weil ich könnte ja eigentlich mir das eine Zubehör holen, wo ich mehr Geld bekomme, glaube ich. Und das hätte ich gerne, weil mehr Geld ist immer gut. Aber da wird schon bald wieder ein Tor zur Hölle kommen, hoffe ich mal. So, okay. Das wäre auch gut, weil ich ja dann speichern könnte, dann könnte ich dann den Part perfekt beenden. Also ich hoffe, dass da bald eines kommt. Okay. Oh Gott, viel Lava. Da ist wieder eine Truhe. Komme ich da durch überhaupt? Moment. Ne, okay. Muss ich von der anderen Seite. Okay. Aber kriegen wir hin. So. Ja, gar kein Problem. Ich komme so weit mit der Spinne. Ich habe nicht mal den Dash benutzt in der Luft. Mit dem ich dann noch weiterkommen würde. Zack. Okay, noch ein Body habe ich ja gerade verschwendet. Wunderbar. Zack, mit dem hier. Und ich hätte immer noch Double Jump und das andere Netz übrig gehabt. Also man kommt unfassbar weit mit der Spinne. So, ich soll da hoch. Okay. Kann ich da rein? Aha. Kann ich, glaube ich, zerstören, oder? Ja, die reagiert aber schon irgendwie. Okay, eine normale Wand auch. Na gut. Mach mal trotzdem noch einmal kurz... Achso, ich kann hier keine Dämonen holen. Okay. Die wackelt aber auch irgendwie, oder? Moment.
Okay, nee, geht glaube ich wirklich nicht. Ich habe es noch ein paar Mal probiert, aber ohne Erfolg. Na gut. Okay. So, wo ist ein Tor zu finden? Oder erstmal gigantischer Kampf, ist auch okay. Tut, tut! What? Kriegszug Goon! Oder so. Alle einsteigen! Habe ich den jetzt bekommen oder wie? Habe ich jetzt einen Zug? Express des Blutrands! Dieser von einem Dämon besessene Zug kann sich zwar nur auf Schienen fortbewegen, doch auf ihnen ist er kaum zu bremsen. Mit dem linken Stick änderst du die Ausrichtung der Schienen, mit B bestimmst du die Höhe und mit Hilfe von X, A und Y kannst du Angriffe ausführen. What? Drücke R, um die Pfeife zu betätigen und dadurch sowohl Zorn als auch Angriffskraft zu erhöhen. Pass aber auf, dass der Dämon dabei nicht in Raserei verfällt. Ich weiß übrigens gar nicht, was mit diesem Raserei eigentlich gemeint ist, weil ich habe das irgendwie noch nie gehabt, dass ein Dämon in Raserei verfällt, oder? Achso, ne, erstmal ausrüsten. Okay. Achso, ne, okay, ich habe jetzt oben automatisch. Ich darf sogar gar nicht wechseln. Okay. Okay, genau, das steuere ich selber gerade. Okay, das ist das Maximale. Und dann rammeln. Explosion. Hä, what? ich hätte wieder E gedrückt halten müssen übrigens. Das stimmt natürlich. Moment. So. Sehr interessant. Okay, so passt. Glaube ich. So, wie kann er jetzt... Ich meine, hier muss ich aber doch jetzt L loslassen, oder? Hä? Ich check nicht ganz, wie ich dann angreifen kann. So, weil ich habe ja eben mit X, A, Y und so verschiedene Sachen, die er machen kann. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das jetzt geht. Wie ich ihn da angreifen lassen kann. Ja, weil hier startet er. Er startet erst, wenn ich, ZL loslasse, oder? Aber dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über ihn danach. Und dann greife ich mit Bayonetta halt selber an und nicht mehr er. Und ich muss auch schaffen, alle am Stück zu besiegen. Hey, ich check's gerade nicht. Moment. Ach so, ah, jetzt habe ich's verstanden. Okay, ja, okay. Nochmal neu. Okay, also ich muss da, während ich die... Das ist ja super interessant. Während ich die Schienen lege, muss ich schon die Attacken da machen. Also hier X... Hier A zum Beispiel. Da Y. Dann wieder X. Okay. Und los. Und dann macht er da halt Special Angriffe. Okay. Interessant. Ich meine, eigentlich passt der Dämon sogar zu meinem Spielstil.
Weil ich mache es ja gerne, dass ich die Dämonen alleine angreifen lasse. Und dass dann noch Bayonetta nebenbei angreift. Deswegen nehme ich ja auch Gamora gerne, weil der die langsamsten Angriffe hat. Und der Zug hat ja sogar einen noch langsameren Angriff quasi. Weil ich kann halt zuerst halt da eine Schiene legen, den ein bisschen angreifen lassen. Und währenddessen spiele ich dann mit Bayonetta und greife dann da noch an. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich jetzt gleich austesten. Der Part wird wieder länger, weil hier kein Virga, kein Tor zur Hölle kommt. Ich finde es schon immer noch blöd, dass man halt nur bei einem Tor zur Hölle speichern kann. Mir wäre es lieber, wenn ich einfach jederzeit speichern könnte. Das ging in anderen Bayonetta-Spielen ja auch, in den ersten beiden. Da war das Speichersystem zwar auch nicht perfekt, aber naja, egal. Ah, dieses Ding hier, okay. So. Tut, tut! Los geht's! Wie viele verschiedene Angriffe kann ich denn da machen? Was? Voll viele, oder wie? So, jetzt mach mal. Ja, ich nehme erstmal Schaden hervor. Ach komm, du Arsch! Okay. Und nochmal. So, ich spam mal jetzt mal 0x. Der macht jetzt überall da einen X-Angriff, oder wie? Jetzt hat er mich getroffen, deswegen hat es nicht gezählt. Ich raste aus. Also die Zeit wird ja relativ verlangsamt, aber halt nicht ganz verlangsamt. Deswegen kann ich damit bei einer Tasche immer noch getroffen werden. Okay. So, jetzt aber. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Vielleicht verlangsamt der mir das sogar ein bisschen zu sehr fast. Weil hier, das nimmt halt einiges an Geschwindigkeit aus dem Kampf raus. Wenn ich halt da nur nebenbei ein paar Kreise ziehe und so. Sehr schön. Aber eigentlich ist es cool, weil ich halt dann eben schön angreifen kann, während er selber noch seine Runden zieht. Shit. Ich sehe die ganzen kleinen Angriffe gar nicht. Okay. Ich mach jetzt mal ohne, weil das geht sogar so schnell. Also es dauert halt vor allem auch sehr lange. Ja, jetzt mal doch mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen helfen lassen. Okay, das reicht aber schon. Shit. Halt ich mal, halt ich mal. So, sehr stressig gerade. Dafür habe ich ja die Hexenherzen. So. 3 habe ich sogar, ja dann. Easy. Mehr Leben und wieder voll geheilt. Nice. So, jetzt stirb endlich. Boom. Yay! Ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass man halt ständig neue Sachen bekommt. Neue Waffen oder neue Dämonen. Also man hat ständig irgendwelche neuen Moves, die man austesten kann. Vielleicht sind sogar zu viele fast, wenn man das als Kritik zählen lassen kann. Weil ich gar nicht dazu komme, überhaupt die Kombos auszutesten und so, weil dann nach ein paar Minuten schon die nächste neue Waffe kommt. Aber nee, das ist keine Kritik, das ist sehr, sehr cool, dass man da so viel bekommt. Okay. So. Ist hier jetzt ein Tor zur Hölle? Gleich? Hier ist doch ein guter Ort, oder? Nee. Da oben ist er. Okay, na gut. Dann werde ich einfach mal hier mittendrin beenden. Dann würde ich also sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Bayonetta 3. Beim nächsten Mal wird es dann noch mit unserem neuen Dämon, dem Zug, ein bisschen weitergehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie oft wir da die Gegner noch kaputt fahren können. Und was hier in diesem Kapitel noch so alles passieren wird, wann das nächste Tor zur Hölle kommt, wo ich gerne einkaufen will, damit ich da mir ein neues Zubehör holen kann. Und wir haben noch super viel anderes Zeug auch, was wir sehen werden. Ich bin mir sicher, dass Viola eigentlich bald kommen müsste. Ich glaube, in Trailern habe ich die auch oft hier in diesem Setting gesehen. Also die dürfte hier irgendwo sein. Und dann hoffe ich, dass wir das auch austesten können. Also sehr viel an Zeug, was wir noch ausprobieren können. Yay. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.